Meditation am Morgen vom 9. April 2020. Ich begrüße dich zum heutigen Tag, zu dieser Begegnung. Und ich lade dich ein, dass du, wenn du möchtest, eine Kerze anzündest. Und dass du dir einen Raum und einen Platz schaffst, wo du dich vollkommen geborgen und wohl fühlst. Mach es dir bequem, so dass du dich völlig entspannen kannst. Dass du den Augenblick von dieser Stille ganz und gar geniessen kannst. Wenn du dich während der Meditation einen Moment möchtest bewegen, weil dein Körper reagiert, dann mach du das. Es soll dir in jedem Moment wohl sein. Du atmest tief ein und aus, ein paar Mal. Und merkst, wie deine Gedanken, deine Gefühle und dein Körper langsam zur Ruhe kommen. Immer mehr findest du den Weg ganz zu dir. Und du tauchst ein, mehr und mehr, in den Raum von deinem Seelengarten. An diesen wunderbaren Ort, voller Freude und Leichtigkeit, voller Natur, voller göttlicher Schöpfung. Alles, was du bist, nimmst du wahr in diesem wunderbaren Garten. Und du gehst durch die Natur durch. An den Ort, wo deine Quelle ihren Ursprung nimmt. Das goldige Licht in dieser Quelle. Der Christus Samen in dir. Reagiert auf deine Aufmerksamkeit und dehnt sein Licht aus. Ganz bewusst nimmst du einen tiefen Atemzug und erlaubst dir, das Christus Licht voll und ganz durch deinen Körper und all deine Gefühle und all deine Gedanken fließen zu lassen. Alles, was deine Persönlichkeit ausmacht, dein Menschsein, deine Seelenebene, ist durchströmt und durchdrängt von dem Christuslicht. Und voller Dankbarkeit wird dir in dem Augenblick bewusst,
wie geborgen du dich fühlst und gleichzeitig wie frei es sich anfühlt, in dieser Liebe zu sein. Du begrüßest das Christuslicht ganz bewusst in dir und bittest darum, dass es sich ausdehnt. Und du erlaubst dir selber, dass es sich ausdehnt über dich aus, ins Christusbewusstsein, in die Ebene der Schöpfung. Die ganze Schöpfungsebene mit all ihren Ersangeln, Urseelen, die unsere Wurzeln darstellen. Das Christusbewusstsein als erste Emanation von der Allliebe, das Ebenbild Gottes, ist vollkommen erfüllt von dem goldigen Licht, von dieser Quellsubstanz. Und du nimmst wahr, wie du ganz eins bist. Dich als Teil wahrnimmst in dieser ganzen Schöpfung und gleichzeitig spürst, wie gleich du mit allem bist. Und du auch erlaubst dir, das Christuslicht über das Christusbewusstsein auszudehnen und deine Wahrnehmung darüber auszudehnen in die unendliche Allliebe. Die Gottessonne, der grosse Geist, das Gott selbst. Eine unendliche Stille und Weite öffnet sich dir. Und auch wenn du vielleicht die verschiedenen Ebenen kannst wahrnehmen, die ihre ganz eigene Schwingung so spürst du auch ganz fest, dass jede von diesen Ebenen auch du bist. Und die unendliche Stille und Weite, wo du in dieser Ausdehnung von dieser Gottessonne wahrnimmst, fließt in deine Mitte wie ein unterirdischer Bach. Ein unterirdisches Meer fließt sie ein und taucht in deiner Herzmitte. In der Quelle von deinem Seelengarten wieder auf. Und so nimmst du wahr, wie auch in dir immer mehr von dieser Stille und dieser Weite sich zeigt. Du atmest ein und aus und beobachtest einen Moment, was die Stille mit dir macht. Mit dieser Stille
das Bild von Jesus Christus in dir auf. Und eine tiefe Liebe und Wärme durchströmt dein ganzes Sein. Du betrachtest das Bild voller Güte und voller Hingabe. Und du nimmst wahr, wie in seinem Blick, in seinem Licht, in seiner Energie einfach nur Liebe erkennbar ist. Liebe und eine Demut der göttlichen Schöpfung gegenüber. Mit meiner Hand auf deinen Schultern. Gehst du deinen Weg. Fühle dich behütet. Fühle dich geführt. Diesen Weg musst du nicht alleine gehen. Diesen Weg bin ich bereits gegangen. Und alles, was an menschlicher Erfahrung möglich ist, habe ich für dich geklärt. Und geheilt. Habe es zurückgebracht in die Allliebe des göttlichen Vaters, der göttlichen Mutter. Und der Heilige Geist als Mittler zwischen den Welten hat diese Gewissheit zu euch gebracht. Du gehst diesen Weg, deinen Weg nicht allein. Ich nehme dich an der Hand, wann immer der Anstieg steil und unwegsam erscheint. Ich leuchte deinen Weg, wenn du vor lauter Dunkelheit nicht mehr siehst, wo es lang geht. Sieh dort am Berg das Kreuz. Das nicht für das Leid steht in dir, sondern für die Liebe, für die Freiheit. Erlaube mir, dich an der Hand zu nehmen.
denn an dieser Hand bist du geführt, geborgen, sicher und frei. Aus dem Schoß der Allliebe, in den Schoß der heiligen Mutter Erde, bist du geboren. Und auch wenn die Klänge, die du vielleicht im Hintergrund hören magst, ein Gefühl von Unsicherheit erzeugen, so ist es doch ein Symbol. Daran, dass der Weg frei ist. Der Weg ist frei. Für was auch immer kommen mag. Denn die Geburt in dieses Leben und die Heimkehr in den Schoß der Allliebe ist das Gleichgewicht des Lebens. In diesem Kreislauf ist Gott allgegenwärtig, in dir, in jedem Gottessymbol, das dir begegnet. Was auch immer du zu diesem Gottessymbol machst. Denn in diesem Augenblick, in dem du etwas als Ausdruck des Göttlichen wahrnimmst, stellt sich Demut ein. Und diese Demut ermöglicht es dir, loszulassen, dich hinzugeben, dem, was ist, was war und was noch kommen mag. Gehe deinen Weg, so wie ich meinen gegangen bin. Gehe diesen Weg im Vertrauen darauf, dass Gott selbst in dir dich führt. Und im Wissen, dass ich an deiner Seite bin. Mein Weg war der Weg ins Licht. Die Erinnerung an den Schmerz und das Leid ist schon lange verblasst und aufgelöst. Was bleibt, ist der Weg ins Licht. Die Heimkehr zum Vater, die Heimkehr zur Mutter, der göttlichen Schöpfung.
Und so lade ich dich ein, geliebtes Menschenkind, mein Bruder, meine Schwester. Betrachte auch deinen Weg als Weg im Licht. Aus Licht wurdest du geboren, ins Licht kehrst du zurück. Und was dich auf diesem Weg dazwischen führt, ist das Licht der Liebe. Nichts außer Licht. Lass mich heute deine Füße waschen, als Zeichen meiner Liebe und Demut, dem Göttlichen deines Seins gegenüber. Sieh, wie frei du in diesem Augenblick bist. Dein Weg geklärt. Deine bisher gegangenen Schritte geheilt. Voller Liebe, Trost und Dankbarkeit. Geheilt und losgelassen, vergangen. Sieh, welch große Gnade und Güte sich in deinem Herzen zeigt. Das, nach dem du dich sehnst, findest du mitten in dir. Mein Herz ist dein Herz, und dein Herz ist ebenso das Herz des Gott selbst. Hier sind wir alle eins. Hier ist alles Licht.
Atme tief ein und aus. Und lass dieses Licht in deinem Herz sich ausdehnen, weiten, überfließen. Und segne damit den Raum, in dem du dich befindest, die Natur um dich herum und alle Menschen, die dir begegnen. In dieser Liebe und aus dieser Liebe heraus, in diese Liebe hinein, bist du geboren. Hier sind deine Wurzeln. Und diese Wurzeln lassen dich wachsen, nähren dich und mit den Früchten, die du aus diesem Wachstum erntest, kannst du andere Menschen nähren. Ihnen den Samen dieser Frucht zur Verfügung stellen, auf dass auch sie sich wieder an ihre heiligen, liebenden Wurzeln erinnern. Die Kraft eines Baumes als Symbol der Nahrung, der göttlichen Allliebe, tief verwurzelt in der Mutter Erde. Die Krone weit in den Himmel ragend. Und dieser Baum, der jedem Sturm trotzt, aufrecht stehend seine Lebensaufgabe erfüllt. Seine Früchte verschenkt. Und aus diesen Früchten wieder neue Bäume wachsen lässt. Sieh, welch große Aufgabe in der Mitte deines Herzens liegt. Welch großes Geschenk der Gnade, in dieser Allliebe zu finden ist.
sieh die Demut diesem Leben gegenüber. Ist das Wasser? Das die Pflanze nährt. Und sieh die Nahrung, die Nährstoffe, die in Form jeder Weisheit, jeder Erfahrung diesen Baum nährt. Und sieh die Liebe der Sonne. Die den Baum erstrahlen lässt. So bist du. Geboren. Aus dem Licht. In das Licht hinein. Und kehrst aus diesem Licht. Zurück in das Licht hinein. So wie ich meinen Weg gegangen bin, so gehst du den deinen. Und diesen Weg gehst du nicht allein. Denn ich bin bei dir, in jedem Augenblick. Du atmest tief ein und aus. Und du nimmst wahr, wie die Hand dich an deiner Hand nimmt und mit dir durchs Leben geht. Du lässt dich führen. Weil du weißt, dass in seiner Gegenwart dir gar nichts passieren kann. Dass alles seinen Sinn hat. Dass der Sinn, auch wenn er dir manchmal verborgen bleibt, da ist. Und ich lade dich ein, dass du das Geschenk aus tiefstem Herzen annimmst. Dass die Anliebe, der große Geist, wo in allem und über allem steht, voller Liebe in unserem Leben ist.
Und dass die Liebe, die Jesus Christus zu uns auf die Erde gebracht hat und sie hier verankert hat, sich nie auflöst. Sondern immer da ist. Dann, wenn wir sie fühlen, dann, wenn wir sie wahrnehmen. Und auch dann, wenn wir sie vergessen haben. Nimm dir einen Augenblick Zeit und stell dir vor, wie die Liebe, die du jetzt in dieser Begegnung ganz fest wahrgenommen hast und gespürt hast, die einfach darfst gegen raus tragen. Und dass du mit ein paar tiefen Atemzügen die Liebe schöpfst und mit dem Ausatmen einfach rausgehst in die Welt. Vielleicht gießt sie einfach aus in alles. Und vielleicht nährst du einen Baum, wo dir gerade in den Sinn kommt, das Wesen, wo die Liebe ganz fest kann brauchen. Und vielleicht findest ja du in der nächsten Zeit auch Gelegenheit und Möglichkeit und verspürst den Wunsch in dir, dass du jemandem voller Demut seinem Christusbewusstsein gegenüber möchtest den symbolischen Akt vom Füßwaschen erleben. Wer weiß, wie viel Liebe und wie viel Heilung in dieser Begegnung liegt. Du verneigst dich vor der göttlichen Quelle. Du verneigst dich vor dieser Kraft Jesus Christus in dir. Und bedankst dich für die Begegnung. Vielleicht nehmt ihr euch noch mal ganz fest in den Arm als Zeichen von dieser Verbundenheit. Und ich wüsste darum, dass ihr jederzeit Hand in Hand durchs Leben geht, miteinander. Du atmest tief ein und aus. Und atmest dich über die Ausdehnung von der allliebenden Gottessonne, über das Christusbewusstsein,
in deine Herzzentralsonne. Und von dort dreht sich die Liebe auf den Wind von der Freiheit zurück in deinen Seelengarten, zu deiner Quelle, von der du dich verneigst, weil sie das Höchste und das Heiligste in dir darstellt. Und du kommst ganz in deinem Tempo, auf deine ganz eigene Art und Weise, wieder zurück in die Wahrnehmung von deinem Körper und von dem Raum, wo du dich befindest. Du atmest tief ein und aus, streckst dich und bewegst dich und spürst einen Augenblick nach, wie sich dein Körper anfühlt nach dieser Begegnung, bevor du die Augen aufmachst. Licht und Liebe wünsche ich dir und einen gesegneten Spaziergang durch dein Leben an der Hand von Jesus Christus in jedem Augenblick.